So, willkommen zurück und wir spielen auf dem PBE-Server Kindred Jungle. Einmal Runen Masteries. Wie wir hier sehen, habe ich einfach ganz normale Standard-Runen genommen und zu meinen Masteries erkläre ich später noch etwas. Dazu kommen wir später mal zurück. Wir sind hier auf dem PBE-Server, daher habe ich auch einen 178er Ping, was aber eigentlich in Ordnung sein dürfte. Also es dürfte jetzt nicht allzu dolle Einschränkungen geben. Und schauen wir mal, wie das wird. Ich kann euch eins schon mal sagen, Kindred ist echt ein cooler Champ. Ich habe jetzt ein bisschen mit meiner Movement verkackt. Ich fange an mit der W zu skillen. Ich fange an, die W zu skillen gleich im Jungle. Und ja, mache eine ganz normale Routine, so wie es jeder andere wahrscheinlich mit jedem anderen Champ auch macht. Wir können ja gleich mal. Ah, jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Wir können ja gleich mal ein bisschen zu den, na sag schon, zu den Fähigkeiten kommen. Wir haben hier. Ja, Kindred ist so ein Mix aus Bard, Yasuo und Bard, Yasuo und Ezreal, würde ich auch ein bisschen sagen. Und Kalista natürlich. Wir haben hier einmal die Q. Da springen wir praktisch, wenn wir die Q aktivieren, dann springen wir halt zu dem, ja, gewünschten Ort. Das kann man halt dementsprechend aussuchen, indem man mit der Maus hingeht. Und wenn Kindred dorthin springt, dann feuert er oder sie oder es, feuert dann drei Pfeile ab. Einfach randommäßig zu den nächsten drei Zielen. Die W ist ganz cool. Wir haben ja hier so einen Wolf. Klar, Wolf und Schaf dürfte ja, denke ich mal, jedem bekannt sein. Wenn wir die W aktivieren, trennt sich der Wolf von dem Schaf und greift irgendein Ziel an. Meistens das Ziel, was man selber angreift. Wenn man die W aktiviert, hat man hier so eine Zone, wie man hier außenrum sehr schön sieht. Was aber eigentlich wirklich wichtig an dieser Attacke ist, die Cooldown oder der Cooldown, die Cooldown, der Cooldown von der Q. Von dem Springen und den Hit danach wird extrem verringert. Das geht bis zu 2 Sekunden runter, Cooldown Reduction, was natürlich echt krass ist und was Kindred echt extrem Movement gibt. Daher empfiehlt es sich auch sehr, Kindred auf, na sag schon, Kindred auf Movement Speed und auf Attack Speed zu geben, weil die Mobility, die er hat, ist echt wirklich sehr stark. Kommen wir zu der E, ist halt einfach eine Attacke, die markiert einen Gegner. Und, die markierten Gegner, und wenn man drei, vielleicht kriegen wir den, und wenn man drei Schüsse auf ihn macht, dann macht der nächste Schuss, oder der dritte Schuss macht dann recht viel Schaden, macht irgendwie prozentualen zusätzlichen Schaden. Was interessant ist, und daher würde ich euch auch wirklich empfehlen, ihn Jungle zu spielen, weil das eigentlich fast das Wichtigste, also nicht das Wichtigste, aber halt durch den Jungle kann man das ganz gut kombinieren, ist seine Passive. Die Passive ist so, das wird das von Riot so benannt, randommäßig wird ein Ziel, entweder ein Champion oder ein Monster, markiert, wie man das jetzt hier schon sieht. Hier wird es markiert und der andere Kindred macht das gerade. Wir müssen uns mal ganz kurz hier gucken, ob wir den vielleicht holen können. So mit einem kleinen. Es hat er irgendwie geflasht, warum auch immer. Verstehe ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt nicht. Na komm, so, jetzt haben wir ihn sogar richtig schön geholt. So, jetzt haben wir natürlich hier das markierte Ziel auf der Karte gesehen. Und das ist die Passive, die markiert einfach randommäßig entweder ein Jungle Monster oder ein Champion. Und wenn man diesen Champion killt oder einen Assistent bekommt, oder wenn man das Jungle Monster oder generell das Monster, sage ich mal, tötet, bekommt man einen dauerhaften Bonus auf seine normalen Angriffe. Also alle seine ganzen Attack, also seine ganz normalen Angriffe machen dann halt mehr Schaden. Das ist bis zu 6 Stacks begrenzt. Also es geht nicht so sehr ins Late Game rein, denn man kann die 6 Stacks schon relativ schnell bekommen. Das Problem ist aber, was ich halt gemerkt habe, ist, wenn man auf der Lane ist, wenn man auf der Lane ist, zum Beispiel Top Lane, dann hat man halt die Mobility nicht. Also die fehlt einem halt recht krass, wenn jetzt halt hier das Monster irgendwie zum Tode geweiht wird. Es ist halt einfach blöd, dann kann man nicht einfach die Top Lane verlassen, kann zum unteren River gehen und dann einfach mal schnell das Monster killen. Ist halt blöd. Ja, ist nicht so wichtig, aber deswegen skaliert Kindred schon ein bisschen ins Late Game. Im Early ist ja ganz cool. Man sieht schon, der Jungle läuft ganz gut. Ich habe am Anfang ein bisschen verkackt, weil ich die W hier außerdem nochmal aktiviert habe. Deswegen habe ich hier auch kurz gewartet bei Red. Da habe ich ein bisschen verschisselt. Sollte aber eigentlich dann, wenn man eine bestimmte Routine mit dem Champion drin hat, eigentlich nicht sein. Aber ich würde sagen, er wird stark im Midgame, sogar sehr stark, weil man da langsam denn die Mobility bekommt und vor allen Dingen auch den Attack Speed. So, gegankt haben wir schon einmal. Bot sieht eigentlich ganz gut aus. Genau, wir können mal gucken, ob wir Top irgendwas reißen. Jetzt sieht man zum Beispiel hier, wurde die. Na, diese Birds hier oder diese Raptoren vom Gegner zum Tode verweiht, wollte ich gerade sagen. Zum Tode verurteilt. Ah, guck mal, den kriegen wir doch locker. Aber der weiß gar nicht, was ihm wartet. Guck mal, zack. Oh, bin ich nicht ein Skiller? Hab ich's nicht drauf?
nee, Quatsch. 1700 Gold schon gut. Gehen wir erstmal weg. Können wir uns ein bisschen Equip holen? Was halt mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass man wirklich, dass es wirklich, ja, man kann ihn auf der Lane spielen. Er ist auch wirklich gut in der Mitte, zum Beispiel gegen, ich kaufe mir mal das hier. Er ist zum Beispiel in der Mitte gut gegen Champions wie Yasuo, Zed oder Katarina, Cassiopeia. Ist mir so aufgefallen, da kann er glaube ich, echt gut was reißen. Oder sie oder er oder es. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, da fehlt einfach die Mobility, um recht schnell die Stacks zu bekommen. Ich habe noch gar keinen Stack. Der andere Kindred hat auch schon einen Stack. Der andere Kindred müsste auch schon einen Stack haben, weil er hat ja vorhin die Krabbe getötet, wo ich ihn getötet habe. Aber gut, ich stehe jetzt 2-0 und dürfte eigentlich jetzt kein Problem mehr sein, die Monster zu killen, denn das lila Item ist natürlich für den wirklichen Jungle eigentlich ziemlich stark. Müssen wir auch mal gucken, ob jetzt überhaupt noch die Raptoren da sind oder ob sie schon weg sind. Also wirklich, Kindred macht schon gut Damage und ich muss auch sagen, macht relativ Spaß, ihn zu spielen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob sie noch irgendwas an ihm fixen müssen. Oh, guck mal. Ah. So, haben wir den. Und kriegen wir den auch noch? Na komm, 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 Junge, komm. Zack. Und sogar den Jungle bekommen und noch ihn bekommen. Der absolute Hammer. Also läuft richtig gut gerade mit ihm. So, was kann man weiterhin sagen? Stimmt, die Ulti, die ich gerade geskillt habe, die ist auch richtig cool, hat aber seine Macken, finde ich. Die Ulti ist praktisch so, man kann das auf jemanden casten. Das ist ja zum Beispiel ein bisschen anders wie bei Barts Ulti, da hat man ja so eine Zone wie bei Gangplank. Die Ulti kann man auch auf jemanden casten, da kann ich auf jemanden draufklicken. Oh, so, habe ich gerade gemacht. So sieht man hier zum Beispiel, hier wird eine Zone gecastet. Und in dieser Zone kann keiner sterben, weder Freund, oh, der auch noch nicht geholt. Weder Freund noch Feind. Es kann wirklich keiner sterben. Sie können aber runtergehauen werden. Das ist wie Trinamers Ulti, bloß halt als Massenulti kann man das sehen. Und am Ende, wenn die Ulti halt vorbei ist, dann werden alle in dieser Zone dann nochmal geheilt. Um, ich weiß nicht, 300. Schlagt mich tot, bindet mich da nicht fest. Aber irgendwie um 300. Ja, die Sache ist aber die, was ich ein bisschen komisch finde, ist halt, wenn jetzt zum Beispiel drei Gegner auf mich gehen, ich bin unter den Tower, ich mache die Ulti an, dann ist sie vielleicht ganz, ganz nützlich, weil ich kann die alle downhauen. Und wenn ich tot bin, denn, weil die Ulti ist dann auch irgendwann mal vorbei, wenn ich tot bin, vielleicht kann der Tower noch den einen oder anderen holen. Sollte ich aber in einer neutralen Zone sein, zum Beispiel hier in der Mitte. Ich mache die Ulti und die geht zu dritt auf mich rauf. Bringt mir das auch nichts, außer dass ich vielleicht noch ein bisschen poken kann. Außer jemand ist ziemlich low, dann kriege ich vielleicht noch down. Aber im Endeffekt, ja, habe ich dann auch nicht viel von der Ulti, außer dass ich mit meinem Tod herauszögern kann. Ist aber halt natürlich auch situationsbedingt. Muss man halt sehen, wie es denn läuft. Kommt der Hammerdinger? Ja, der kommt. Der will natürlich sein Blue haben, was ich auch verstehen kann. Ist natürlich situationsbedingt. Er hat verfehlt. Gut, ist ja nicht schlimm, kann passieren. Na komm, Junge. Nimm den Blue. Ja, ist natürlich, wie gesagt, situationsbedingt die Ulti. Aber ich weiß nicht, ob ich sie jetzt gut finden soll oder nicht. Aber ich finde sie, ja, erstmal finde ich sie nicht schlecht. Und mal gucken, was jetzt Riot draus macht. Ob sie jetzt praktisch irgendwie noch... Na, stealen wir den noch schnell? Wäre gemein. Ne, den lassen wir mal, oder? Soll ich ihn stealen oder nicht? Na, ich nehme ihn einfach mal. Ja, er hat ihn mir ja gelassen. Ja, aber seht ihr, ich war so nett und wollte ihn gar nicht nehmen. 5-0. Läuft auf jeden Fall richtig gut mit Kindred. Was wollte ich weiter sagen? Ja, genau, zu der Ulti bin ich echt zwiegespalten. Sonst gefällt mir der Champ echt extrem. Ich finde es gut mit der, wenn ich die W aktiviere, dass die Q sehr low wird. Und dass man einen bestimmten Bereich hat. Weil ich würde es halt echt unfair finden, wenn ich die W aktiviere. Und sagen wir mal, ich hätte die W 10 Sekunden lang, okay? Und ich kann in diesen 10 Sekunden halt die ganze Zeit meine Q casten. Kann halt aber auch hinrangen, also kann auch hingehen, wo ich will. Würde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair finden. würde ich einfach zu stark empfinden. So, da finde ich aber, haben sie ganz gut gelöst, dadurch, dass sie halt da einen bestimmten Zone reingepackt haben. Wie gesagt, es hat jeder seine andere Meinung und ja, wenn man ihn selber spielt, dann sagt man, naja, passt schon, er ist schon nicht so stark. Und wenn man halt gegen ihn spielt und er richtig auf die Fresse bekommt, dann sagt halt jeder, OP, Rito, please, nerf. Ist halt einfach... Ja, muss man halt einfach mit leben, aber an sich macht der Champ echt extrem Spaß und ich finde das Design einfach mega cool, was sie sich da ausgedacht haben. Was ich halt auch geil finde ist, ich bin jetzt nicht so jemand, der die ganzen LOL-Geschichten durchliest, also von den Champions und so, aber bei Kindred finde ich das schon ein bisschen interessant, dass sie den Champ ein bisschen Charakter verliehen haben, wisst ihr? Das ist nicht einfach ein Champion, das ist einfach ein LOL-Champion und so und fertig, spielt damit oder lasst es. Ich finde es halt ganz cool, dass sie ihnen da wirklich ein bisschen Charakter gegeben hat, dass sie ihnen da so eine kleine Geschichte rausgemacht haben. Ja, finde ich ganz in Ordnung. Ich bin jetzt nicht einer, der es mir immer durchliest, aber von Kindred habe ich mir ganz gern durchgelesen, wo ich mal, wenn ich mal Zeit hatte. Und ja, war ganz interessant. Und halt auch ganz lustig. Deswegen, das fand ich zum Beispiel persönlich ganz cool. Aber wie gesagt, da ist auch wieder jeder
Selber Meinung. Mensch, jetzt geht's ja mal los. Nee, da hat auch jeder seine eigene Meinung. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Und ja, aber auf jeden Fall macht der Champ extrem Spaß. Und mal gucken, ob wir noch gerissen bekommen. Ich steal mal schnell sein Blue und dann mal gucken, ob wir noch irgendwie töten können in der Mitte. Ich hoffe, der kommt jetzt gar nicht. Ja, ich glaube, er kommt. So, also man sieht, glaube ich, jetzt schon gut. Ich habe 5-0. Muss man natürlich aussehen. Oh nein, was? Na komm, den holen wir uns. Den kriegen wir noch. Ganz locker. Auch wenn ich flashen muss. Oh! Den holen wir auch noch schnell? Na komm, Junge. Mach das gut sein. Ich sage euch, Kindred ist ein richtig geiler Champ. Es macht wirklich mega Spaß. So, flashen. Zack. Und da haben wir noch gleich einen Double Kill. Es ist echt wirklich mega geil, der Champ. Es macht wirklich richtig Laune. Ja, ist halt, aber ich habe auch diesmal ein gutes Team erwischt. Ich sag euch eins auf den, ich weiß nicht, ob wir jetzt einige von euch einen PBE-Account haben. Obwohl ich hier Lex habe, 179er Ping, ist aber in Ordnung. Ich habe eine kleine Verzögerung, aber es geht klar. Boy, I'm not getting that repeat, am I? Okay, und ich sag euch aber eins auf dem PBE-Server, es ist echt manchmal richtig katastrophal, was man da für Teams bekommt, weil es gibt hier kein Tribunal, so wie wir es halt kennen, dass man da halt auch dementsprechend schnell jemand mal reporten kann, dass dementsprechend auch wirklich was passiert. So, das fehlt hier halt echt und da sagen sich halt viele Leute, oh, der Timo macht irgendwie richtig viel Damage. Ich glaube, ich sollte jetzt hier nicht zu Harrison gehen. Und ja, hier sagen sich halt auch einfach mal viele Leute, gut, ich gehe halt einfach AFK, ich trolle, ich nehme das, auf was ich Bock habe und auch wenn es gar nicht irgendwie ins Konzept passt, juckt mich nicht, sagen sie halt. Ist halt eigentlich ein bisschen schade, aber gut. Muss man halt auch mit dem, oh, warte mal, der Dings wurde hier markiert. Den können wir uns direkt holen. Also ist doch eigentlich recht übersichtlich. Man sieht es dann auch eigentlich immer, wenn hier irgendein Jungle-Monster oder ein Champion dementsprechend markiert wird. Ich glaube, ich hatte es auch schon erzählt. Wenn ein Champion markiert wird, reicht es auch, wenn ihr einen Assistent bekommt. Dann kriegt ihr auch den Stack. Was ich auch wieder ganz cool finde, weil es kann ja mal sein, dass jemand stealt, sei es mit Absicht oder halt jetzt aus Versehen und man würde den Stack nicht bekommen. Wäre halt einfach ärgerlich. Ist aber in dem Fall nicht so. Deswegen haben sie das auch ganz gut geregelt. So. Jetzt wurde der Timo da ein bisschen getrappt, aber ich bin ja da. Da ist es doch gar kein Problem. Ich lege erst den hier. Und dann liegen. Ach, wie süß. Der andere Kündigung ist Level 7 gekommen. Mensch, Mäuschen, ey. Was hast du denn gemacht? Guck mal, zum Beispiel, jetzt kann er hier nicht sterben. Egal, was ich für Angriffe raufdrücke. Er kann nicht sterben. Aber wir kriegen dich trotzdem. Ja. Hat man jetzt zum Beispiel gesehen, das ist halt das, was ich meine. Wo die Ulti im Endeffekt komplett useless ist. Weil wir waren jetzt hier zu dritt. Und er hat im Endeffekt einfach nur seinen Tod herausgezögert. Und er hat mir jetzt noch ein bisschen Damage gemacht. Was mich im Endeffekt, ja, überhaupt nicht juckt, sage ich mal. Aber gut, man muss sich halt richtig einsetzen. Und es gibt halt einfach Situationen, da wird wohl auch jede Ulti scheiße sein. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen, ja, zu kritisch. Bin aber echt mal gespannt und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was sie an Kindred ändern. Und falls sie überhaupt was ändern. Bisher, eigene Meinung, wenn ich jetzt sagen würde, ob sie irgendwas ändern sollten oder nicht. Ja. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde es eigentlich in Ordnung. Ich bin halt gefeedet jetzt. Ich habe 9-0. Das ist natürlich, da ist jeder Champ dermaßen stark. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt sage, gut, irgendwas ist zu stark. Vielleicht mit der W und der Q finde ich vielleicht schon ganz schön krass. Dass wenn ich die W aktiviere und die Zone ist jetzt zum Beispiel schon relativ groß. Wenn wir uns das mal angucken. Mit der Kreis hier außenrum. Erstmal schön gerülpst. So, wenn wir jetzt erstmal den Kreis hier außenrum angucken, ist schon relativ groß, also da kann man schon ordentlich drin fighten und hat auch wirklich guten Movement, den man da benutzen kann. Stimmt, zu seinen Mana-Kosten ist mir noch eingefallen. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen so halb OOM, aber die Kuh kann ich ja echt immer noch casten, weil die hat auch nur 30 Mana. Muss man auch wieder pauschalisieren, finde ich, denn für die vielen Attacken, die ja Kindred macht mit der Q und der W, die ganze dieser Attacken, die sie macht, sind die Mana-Kosten echt wirklich gering. Denn ich meine, das ist gerade das erste Mal OM und hab 3000 Gold gehabt. Also ich war eine lange Zeit nicht mehr weg gewesen. Und die Mana-Kosten finde ich auch völlig in Ordnung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie. Ups, so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch was an der Q ändern. Also praktisch an seinem, ja, Dance of Arrows, Tanz der Pfeile, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Dass sie daran noch was ändern, vielleicht den Cooldown halt ein bisschen hochmachen, ja, ein bisschen aufpassen, Leute, hier kommt gleich ein Kindred, dass sie den hochmachen und vielleicht die Mana-Kosten ein bisschen noch erhöhen. Das könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, ob der Champ fair ist, ob er nicht fair ist, da hat jeder seine eigene Meinung. Da will ich mir auch gar nicht jetzt so meine eigene Meinung bilden, weil mich juckt es jetzt auch nicht so krass.
Ja. Oh, nervt das, ey. So ein Scheiß-Gen. Nee, du lässt mal hier. Oh, gut, der S-Ray wird auch noch. Sehr schön. Ja. Wie gesagt, aber seine Mana-Kosten sind halt echt mega gering. Es geht wirklich klar, wenn man halt ein paar Fights macht. Dann ist man halt OM. Aber wenn ich es jetzt einfach mal mit meinem Lieblings-Gen Yorick vergleiche, ist es halt ein Witz, ne? Also mit Yorick brauche ich zum Beispiel ohne Träne gar nicht anfangen. Und bisher weiß ich nicht, wie es jetzt im Late-Game wird, falls wir überhaupt bis dahin kommen. Aber ich denke mal, da dürfte ich keine Probleme haben. Wenn ich ein, zwei Pots wie jetzt halt immer dabei habe, dann ist das gar kein, Ding. Ist natürlich auch geil, ne? Jetzt kann ich hier so richtig schön clearen. Attack Speed habe ich, den Damage habe ich. Und das ist halt, es ist halt wirklich stark. Es erinnert halt, was ich halt ein bisschen komisch finde oder was ich mich auch gefragt habe, ist, ob jetzt Riot ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Geil ist das Design. Ich finde es halt wirklich richtig geil. Auch, dass sie, wie gesagt, dahinter so einen kleinen Charakter geschaffen haben, finde ich ganz cool. Und das Design finde ich halt auch einfach, finde ich genial gelungen. Muss ich halt einfach mal sagen. Hut ab, Rito. Habt da geil gemacht. So, was wollt ihr denn jetzt hier, ihr Vögel, ey? Kriegen wir die jetzt hier irgendwie? Ich glaube nicht, oder? Ich will jetzt hier auch nicht zu krass gehen, weil ich glaube, ich schaffe die auch nicht alle. Ja, gut. Ich schaffe sie wahrscheinlich. Ich schaffe sie wahrscheinlich doch. Ja, gut, ich bin jetzt einfach nur Overfeed. Und was wollte ich denn sagen? Wo war ich denn gerade? Genau, Design ist geil gemacht. Genau, jetzt weiß ich, wo ich angekommen bin. Ich habe mich aber echt ein bisschen gefragt, wo ich den Champion das erste Mal gesehen habe und dann mal geguckt habe, was er für Tacken hat, ob jetzt Riot irgendwie ein bisschen die Ideen ausgegangen sind, weil ich fand es halt echt schon komisch, ob sie jetzt gesagt haben, gut, lass uns nicht allzu neue Champions machen, wir machen so einen kleinen Mischmasch und bilden halt ein geiles Design darauf und erzählen eine Geschichte dazu. Aber ja, es erinnert halt wirklich stark an Kalista. Ja, nicht ganz so krass mit ihrem Sprung, aber halt mit der Ulti und so. Ja, wie gesagt, wenn man sich die Geschichte durchliest, aber ich sehe jetzt auch keinen Sinn dahinter, warum man nicht sterben sollte, wenn man ein Lamm oder ein Wolf ist. Gut, er hat sich ja irgendwie zweigeteilt und ist ja irgendwie, hat sich irgendwie gespalten und damit er immer einen Freund bei sich hat, weil dann ist er ja zu zweit und so. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was es jetzt mit dem Lamm und Wolf zu tun hat. Aber wie gesagt, trotzdem bin ich jetzt nicht einer, der direkt diesen Champ kritisiert. Ich finde ihn eigentlich wirklich ganz cool. So, kaufen wir mal einen Trinity. Das ist, glaube ich, auch noch richtig geil auf ihm. Ich bin jetzt nicht einer, der direkt diesen Champ dann irgendwie sagt, ja, finde ich scheiße, finde ich OP. Ich lasse mich erstmal drauf ein und dann mal gucken. Auch ganz kurz, also ich hatte jetzt, das ist jetzt mein viertes Spiel. Und das ist jetzt auch irgendwie, es ist 8 Uhr morgens gerade. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Und ich hatte sonst die Spiele um 16 Uhr gespielt und es war wirklich Katastrophe. Ich habe irgendwie, das ist mein viertes Spiel und ich habe alle 3 Spiele davor verloren. Ich habe zwar auch gut gespielt, hatte auch positive Stats, aber wirklich, also die Teams waren hier auf diesem PBS-Server richtig katastrophal. Die Leute machen hier einfach, was sie wollen. Und da haben sich gleich hier direkt 2 für Bot gemeldet, weil die hier wollen auch die wenigsten Support geben, was ich irgendwie gar nicht verstehen kann, weil Support ist eigentlich die geilste Lane. Aber gut, jedem das seine. Und wie gesagt, deswegen trollen hier auch sehr viele. Und ja, ist halt echt ein bisschen schade, aber jetzt habe ich ein gutes Game erwischt und spiele auch ja, anscheinend echt gut. Hoffentlich gehe ich noch zu 0 raus. Das wird auf jeden Fall mein Ziel sein. Warte mal, ich muss hier ein bisschen lauter den Sound machen. So, ich hoffe, es ist nicht so laut. Und ja, mal gucken, ob wir dieses Ziel erreichen. Ich habe jetzt auch, guck mal, es sind nach 20 Minuten und es läuft natürlich mega gut für mich. Und ich habe ja auch jetzt erst 2 Stacks, ne, weil ich habe mich jetzt auch gar nicht darauf konzentriert. Und wie gesagt, wenn es dann halt nicht so gut läuft, wenn man auf der Top-Lane ist oder so, ey, dann kriegt man da echt diese 6 Stacks. Waren das 6 Stacks? Ja, genau. Dann kriegt man die echt einfach gar nicht zusammen. Also das ist dann, das zieht sich dann manchmal echt. Und das merkt man dann, denke ich mal, dass dieser Damage, oder das merkt man, weiß ich selber, das merkt man, dass dieser Damage dann halt einfach irgendwann fehlt. Ist halt einfach blöd. So, oh, springt sie rüber. Ach, ups. Na gut, mal, jetzt überlebt sie halt weiter, aber es bringt ja halt, ja. Ach so, genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, man darf aus dieser Zone natürlich nicht rausgehen. Es ist nicht so, wenn man einmal drin steht, dass man dann halt für diese, ja, bestimmte Zeit irgendwie, weiß ich nicht, unverwundbar ist oder so. Man darf diese Zone nicht verlassen. Ah, ich wollte eigentlich auch flashen. Na, soll ich ihn lassen? Ich weiß nicht. Na, nicht, dass er stirbt. Gut, dann habe ich kurz 0. Ja, aber ich finde, den Champion sollten sie echt noch ein bisschen stärker machen. Nee, also ich denke mal so, wie er jetzt ist. ist ja in Ordnung. Oh, jetzt haben sie aufgegeben. Schade eigentlich. Schade. Alles klar, ich hoffe, ich konnte euch, auch wenn spät, ich weiß, es gibt schon etliche Gameplays, aber ich hatte echt Bock drauf, denn, ja, der Champion hat mir echt mega Spaß gemacht. Und, ja, wir sehen uns in der, oder wir sehen uns nicht in der, jetzt kommt noch die Endcut und ich hoffe, es hat euch gefallen, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ey, bleibt dran, ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis nächste Mal, ciao.